Hallo und herzlich willkommen im GEZ Campus Bonn, der aus dem Campus Neubau und dem Meanderbau besteht. Besonders stolz sind wir auf die Kälte- und Wärmeerzeugung, indem wir Kältemittel verwenden, wie Propan und CO2. Und ich freue mich darauf, euch die Anlagen zu zeigen. Kommt mit! Wir sind hier in der Heizkältezentrale des Campus. Die Besonderheit ist hier, dass wir hier mit zwei Wärmepumpen arbeiten, die insgesamt 1,5 Megawatt Leistung haben und als Kältemittel CO2 verwenden, das ja nur ein GWP, also Global Warming Potenzial von 1 hat. Als Primärwärmequelle nutzen wir ja Grundwasser, weil wir den großen Vorteil haben, in der rheinischen Tiefebene zu liegen, wo wir recht günstig an Grundwasser drankommen und somit eine recht effiziente Art haben oder auch die effizienteste, diese Anlagen zu betreiben. Hier befinden wir uns in der sogenannten Brunnenanlage, wo wir hier einen Saugbrunnen haben, in dem wir das Grundwasser entnehmen, mit dem wir unsere Wärmepumpen als Primärwärmequelle betreiben. Es werden pro Jahr ca. 500.000 bis 600.000 Kubikmeter Grundwasser entnommen, die im Heizfall abgekühlt und im Kühlfall aufgewärmt werden. Und diese werden über einen Filter, einen Plattenwärmetauscher, wieder in den sogenannten Schluckbrunnen eingegeben. Hier befinden wir uns an unseren Wärmepumpen, von denen wir ja zwei Stück haben, mit insgesamt 1,5 Megawatt Leistung. Man könnte damit problemlos 200 Einfamilienhäuser beheizen und die benötigen wir, um unser Gebäude zu versorgen. Die Wärmepumpen arbeiten mit CO2 als Kältemittel. Aus Sicherheitsgründen, da CO2 ein Hochdruckkältemittel ist, muss die Anlage auch regelmäßig gewartet werden, was selbstverständlich jährlich zweimal passiert. Wir fühlen uns mit den Anlagen absolut sicher. Hier befinden wir uns an der Steuerung der gesamten Heiz- und Kälteanlage hier im Gebäude, in der alle Funktionen überwacht und gesteuert werden. Hier sind die Heizkurven hinterlegt, sprich die Zusammenhänge zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur, damit es im Gebäude entsprechend warm wird oder halt im Sommer gekühlt wird. Hier hätten wir beispielsweise die grafische Darstellung der CO2-Überwachung. Da die Kältepumpen, wie gesagt, mit CO2 arbeiten, wird hier natürlich genau überwacht, wie viel CO2 ist in der Luft vorhanden. An den Maschinen selber wird gemessen und die gesamte Raumluft. Und dann aber im Grenzwert von 2000 ppm wird alles hier abgeschaltet und es werden Ablüfter eingeschaltet. Hier befinden wir uns an Station 2 unseres Rundgangs, eine der zwei Lüftungszentralen, die wir hier im Campus betreiben. In dieser Lüftungszentrale hier wird Frischluft angesaugt, wird über einen Filter geleitet, über einen Wärmetauscher, in dem eine Wärmerückgewinnung stattfindet, in die Büros und in die Räume eingebracht. Insgesamt konditionieren wir im Gebäude 40.000 Kubikmeter Luft pro Stunde. Die verbrauchte Luft wird aus dem Gebäude abgesaugt, beispielsweise in den Bürobereichen über einen Deckenkoffer im Flur, der unter Unterdruck steht, und über Schalldämmöffnungen aus den Büros abgesaugt wird. So, hier befinden wir uns auf der dritten Station unserer Rundreise, meiner Meinung nach die schönste, auf unserer Außenterrasse. Auf den Dachflächen hinter mir befinden sich die sogenannten Rückkühler, die auch einen Weiterbetrieb der Wärmepumpen bei einem trockenen, heißen Sommer, bei dem wir vielleicht Probleme mit dem Grundwasser hätten, sicherstellen. Hier auf der Station 4 unseres Rundgangs befinden wir uns in einem typischen Bürobereich des Campus. Weiter sieht man im Hintergrund den Temperaturregler an der Wand. Wie schon gesagt, kann jeder Bereich hier autark gesteuert werden, kann geheizt, gekühlt werden. Je nachdem, nach Einstellung des Reglers wird die Deckentemperatur angepasst. Durch die Lochstruktur der Decke wird auch Frischluft zugeführt, die dann durch Öffnungen im Deckenkoffer als verbrauchte Luft abgesaugt wird. Es ist immer genügend Frischluft zur Verfügung. Nun haben wir das Gebäude gewechselt und befinden uns im sogenannten Meanderbau, der 2015 fertiggestellt und bezogen wurde. Auch hier sind wir wieder in der Energiezentrale, wo zentral Kälte und Wärme durch Wärmepumpen zur Verfügung gestellt wird. Diese Wärmepumpen haben als Primärquelle natürlich auch Grundwasser, wie wir das im Campus haben, und arbeiten als Kältemittel mit Propan. Propan hat ein GWP von 3, also ist auch fast klimaneutral. Und somit sind wir auch hier energetisch hervorragend aufgestellt. Zum Thema Sicherheit. Wir haben hier insgesamt 66 Kilogramm Propan in den Anlagen. Das waren erst große Bedenken, können wir das machen, sowas kann auch brennen, explodieren. Aber zum einen sind die Maschinen eigensicher, die haben spezielle Absaugvorrichtungen durch einen nicht brennbaren Kanal nach draußen. Und 66 Kilo Propan entsprechen 6 Gasflaschen. Die Gefahr ist wirklich sehr gering. Als Fazit nach unserem Rundgang ist festzustellen, dass es sich bei beiden Gebäuden, einmal der Campus, Baujahr 2020, und bei dem Meander, Baujahr 2015, um energetisch hervorragend aufgestellte Gebäude handelt. Nun sind wir am Ende unserer Führung und ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mich zu begleiten und die Anlagen kennenzulernen und die Gebäude. Und ich hoffe, ihr seid nun genauso begeistert wie ich und wünsche euch einen schönen Tag.